Wie du als Fußballprofi performst, wenn es drauf ankommt. In diesem Video wirst du drei Schritte kennenlernen, die dir dabei helfen, deine Leistung dann abzurufen, wenn es wirklich zählt, also im Spiel und nicht nur im Training. Vergangenes Wochenende hat der FC Bayern München ja gegen Bayer Leverkusen eine herbe Niederlage einstecken müssen, 3:0. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber es war auf jeden Fall irgendwie so ein Klassenunterschied, waren wie in zwei Welten. Die Bayern gar keine Torchance, kam ja sonst auch sehr, sehr selten vor. Und nach dem Spiel hatte Thomas Müller ein spannendes Interview. Er war natürlich noch total emotional, aber er hat natürlich erzählt, dass ihm im Spiel der Bayern einfach der Mut gefehlt hat. Im Training zeigen wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir frei Fußball spielen. Und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese Freiheit. Wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel. Er hat gesagt, dass sie es im Training zeigen, im Spiel, aber dann, ja, wenn der Druck da ist, irgendwie nichts mehr passiert, dass die Freiheit nicht da ist. Er hat sogar Oliver Kahn zitiert und gesagt, dass den Bayern die Eier fehlen. Einfach um zu zeigen, dass sie gerade nicht bereit sind zu performen, wenn es drauf ankommt. Genau darum geht es letztendlich, zu zeigen, was man in sich hat. Auch wenn der Druck da ist, und klar, der ist natürlich bei den Bayern da, ist immer der Anspruch da, Titel zu gewinnen. Deshalb ist es interessant, dass selbst Spieler auf dem Niveau mental sich manchmal im Weg stehen. Diese Überzeugung nicht da ist, der Mut nicht da ist. Deshalb will ich in diesem Video auf drei Punkte eingehen, die dir als Fußballprofi dabei helfen, ja, zu performen, wenn es zählt. Und der erste Punkt ist, Druck ist ein Privileg. Thomas Müller hat es auch in dem Interview gesagt, klar, der Druck ist da, aber das muss einem Energie geben. Und das beginnt hier oben im Kopf, wenn man sagt, oh Scheiße, jetzt ist der Druck da, jetzt müssen wir gewinnen, und man setzt sich noch zusätzlich selbst unter Druck, neben dem Druck, der draußen rum eh schon besteht, dann kann es vorkommen, dass man eher verkrampft. Wenn man sagt, das darf nicht da sein, das soll nicht da sein, dann zieht es einen eher runter. In dem Moment, wo man sagt, ey geil, Druck ist da und das hilft mir dabei, noch mehr zu performen, auch wenn Tausende von Zuschauern da sind, auch wenn ganz, ganz viele Menschen ja fordern, dass wir gewinnen, die Erwartungshaltung natürlich sehr, sehr hoch ist. Klar, bei den Bayern geht es immer darum, Titel zu gewinnen. Und aber auch für dich als Fußballprofi ist es wichtig, diesen Druck als etwas Positives wahrzunehmen, etwas wahrzunehmen, wo du weißt, das macht dich besser. Weil wenn du Druck vermeiden willst, dann vermeidest du gleichzeitig deine besten Leistungen. Weil nur mit diesem Druck, mit dieser Energie, die du daraus ziehst, wirst du immer wieder besser. Und eigentlich erarbeitest du dir ja genau das. Wenn Fußballprofis immer und immer höher spielen, haben sie natürlich auch immer und immer mehr Druck. Aber das ist ja das, was sie wollen. Also sie wollen ja höher spielen, also erarbeiten sie sich auch Phasen, in denen sie mehr Druck haben. Und das ist der erste Gedanke dazu, Druck als etwas wahrzunehmen, was dir hilft, was du willst, was du brauchst, um noch besser zu spielen. Und vielleicht haben das ein paar Spieler von den Bayern nicht gemacht und sich dann eher versteckt. Der zweite Punkt, um zu performen, wenn es drauf ankommt, ist eine tiefe Überzeugung in sich selbst zu haben. Dieses tiefe Vertrauen, dass man alles hat, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Und ganz, ganz viele Fußballprofis sind sehr, sehr abhängig davon, was drumherum passiert. Sie haben dieses Vertrauen, wenn der Trainer hinter einem steht, wenn es gerade gut läuft, wenn die Fans vielleicht gut drauf sind, wenn im Verein alles stimmt und so weiter, wenn im Drumherum alles gut läuft, sage ich mal, dann ist es einfach, Selbstvertrauen zu haben. Aber viele Fußballprofis knüpfen daran ihr Vertrauen, aber sind dann damit natürlich total abhängig. Weil in Phasen, wo es nicht läuft, wo man mal ein paar Spiele verliert, wo vielleicht der Trainer nicht hinter einem steht, wo die Fans ein bisschen lauter werden, in den Phasen ist es ja wichtig, genau dieses Vertrauen zu haben, weil dann kommt es ja auch wirklich drauf an. Dann kommen die Spiele, die wichtig werden, ob das im Abstiegskampf ist oder bei den Bayern im Spiel um die Meisterschaft. Also egal, welche Drucksituation da ist, du brauchst diese tiefe Überzeugung in dir, dass du weißt, ey, du kannst mit allem umgehen, was passiert. Du hast prinzipiell alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass du immer erfolgreich bist oder dass ihr mit der Mannschaft immer Spiele gewinnt. Aber ihr steigert die Wahrscheinlichkeit und du steigerst ganz persönlich die Wahrscheinlichkeit, alles aus dir rauszuholen, wenn du im Inneren dieses Vertrauen hast, dass du alles hast, was du brauchst. Weil das zeigst du ja dann auch auf dem Platz. Du stehst mit einer anderen Präsenz, mit einem anderen Gefühl auf dem Platz, wenn du weißt, ey, ich bin gut so, wie ich bin. Ich kann dir den Unterschied machen. Und natürlich ist es in Phasen, wo es nicht läuft, schwieriger, das zu haben, weil du die Bestätigung vom Außen nicht bekommst. Aber es ist ja auch Selbstvertrauen, kein Fremdvertrauen. Und ganz, ganz viele Fußballprofis machen sich abhängig davon, machen ihr Gefühl abhängig davon, was im Außen abgeht. Die brauchen die Bestätigung von außen, um innerlich irgendwie diese tiefe Überzeugung zu spüren. Aber das ist nicht Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kommt von dir innen, es kommt von dir selbst. Es ist ein Skill, den du aufbauen kannst. Der dritte Punkt, um zu performen, wenn es drauf ankommt, ist Mentaltraining. Ist auch etwas, was
immer mehr Fußballprofis nutzen, aber noch viel zu wenige. Denn es ist ja, beginnt ja hier im Kopf. Fußballerisch und körperlich ist im Profibereich kaum ein Unterschied. Und gerade bei Bayern, ich meine, das ist die Mannschaft mit dem höchsten Etat in der Bundesliga und auch generell, ich glaube, zählt zu den Top 10 weltweit vom höchsten Etat. Das heißt, fußballerisch, körperlich ist die Mannschaft top. Daran liegt es nicht. Daran kann es nicht liegen, dass sie nicht gewinnen oder gewinnen. Es liegt jetzt endlich hier oben dran. Zu performen, wenn es drauf ankommt, hat nichts mit fußballerischen oder körperlichen Können zu tun. Oder ich sag mal, weniger. Weil ab dem Niveau, auch da, wo du bist, hast du das. Dann kommt es drauf an, ob du hier oben ready bist. Und das ist etwas, was man natürlich auch trainieren kann. Und das Spannende ist, dass die wenigsten das tun. Wenn man Fußballprofis fragt, wie entscheidend der Kopf für ihre Performance ist, dann sagen die meisten, ja, sehr, sehr wichtig. Manche sagen vielleicht sogar 80%, 90%, 100%. Wenn es im Kopf nicht stimmt, dann kann ich nicht das abrufen, was ich in mir habe. Und das ist absolut richtig. Und wenn man sie dann fragt, wie integrierst du es denn in deinen Trainingsplan? Wie sehr arbeitest du denn am mentalen Training, im mentalen Bereich? Dann sagen die meisten, ja, kaum oder gar nicht. Oder vielleicht haben sie mal jemand, mit dem sie privat drüber sprechen, aber nicht systematisch und professionell. Deshalb, damit du performen kannst, wenn es darauf ankommt, darfst du dir natürlich gewisse Dinge bewusst machen. Und Mentaltraining ist letztendlich dafür da, um dir Dinge bewusst zu machen, die dir dann wiederum helfen, das abzurufen, was du in dir hast. Es sind Fragen, die du gestellt bekommst, Techniken, die du anwendest, Methoden, die du für dich nutzt, Übungen, die du machst. Genauso wie du an deiner Muskulatur, an deinem fußballerischen Können arbeiten kannst, kannst du auch im mentalen Bereich arbeiten. Aber das machen die wenigsten Fußballer und deshalb sind sie nicht immer bereit zu performen, wenn es drauf ankommt. Und gerade im Profibereich, wenn ja so viel passiert, wenn das natürlich hoch und runter geht wie eine emotionale Achterbahn. Du gewinnst Spiele mit der Mannschaft, du verlierst Spiele mit der Mannschaft. Es geht ja immer wieder hoch und runter. Ich glaube, gerade in dem Bereich ist es unfassbar wertvoll, einfach auch mit jemandem zu sprechen, um das zu verarbeiten. Viele meiner Spieler aus dem Profibereich spiegeln mir das immer wieder und sagen, es hilft einfach, diese Dinge einzuordnen, die einem passieren. Deshalb ist Mentaltraining auch brutal wichtig, damit du als Fußballprofi performen kannst, wenn es drauf ankommt. Und wenn du das mehr in deinen Trainingsplan integrieren willst, wenn du bereit bist, da einfach den nächsten Step zu gehen und auch im mentalen Bereich mehr für dich zu arbeiten, professionell dran zu arbeiten, um dann wirklich das abrufen zu können, was du in dir hast, dann, wenn es drauf ankommt, wenn der Druck hoch ist, der natürlich für dich ein Privileg ist und damit du diese innere Überzeugung auch hast, egal wie es drumherum aussieht, ja, dafür ist Mentaltraining wichtig. Dementsprechend, wenn du bereit bist und sagst, ey, ich will das mehr in meinen Trainingsplan integrieren, ist das natürlich für jeden Fußballprofi auch individuell. Dementsprechend, wenn du Bock drauf hast, ja, vereinbare gerne unter www.juliusduchscheurer.com ein kostenloses Erstgespräch. Dann tauschen wir uns einfach mal darüber aus und schauen mal, wie du das für dich integrieren kannst, auf welche Art und Weise, was Dinge sind, die du noch optimieren kannst, um noch mehr aus dir rauszuholen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, weiterhin alles Gute.